Ja, schönen guten Morgen. Wir sind schon wieder 169 Kilometer gefahren in Richtung Norden, Richtung Östersund und stehen jetzt auf dem Parkplatz zu den Rista-Fallet, zu dem, ja, Wasserfall, zu den Stromschnellen. Sind gute 2,5 Stunden gefahren. Ja, es ist sehr, sehr windig. Teilweise nieselt das ein bisschen. Das Wetter könnte wirklich schöner sein. Dennoch werden wir uns jetzt mal die Stromschnellen, die kleinen Wasserfälle angucken. So, das ist jetzt der Rista Fall oder Rista Fallet. Wir haben 20 Kronen bezahlt für den Parkplatz, für eine Stunde parken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehenswert. Ne? Und hier kann man auch schön rumlaufen. Hier gibt es einen kleinen Wanderweg rum. Toll, bringt Spaß. Sind wir sind hier. Jetzt wollen wir hier hochlaufen, dahin, dahin, dahin und dann wieder zurück. Mal schauen. So, wir sind jetzt wieder 86 Kilometer gefahren, eine knappe Dreiviertelstunde, glaube ich, und jetzt sind wir am Tennforsen. Gucken wir uns den nächsten Wasserfall an. Du könntest vielleicht schon hören. Ja, von hier sieht das noch relativ unspektakulär aus. Aber was da abgeht, das ist da.
Kilo hinter uns, der Parkplatz. Der Kassenautomat funktioniert nicht. Und die Restauration ist auch geschlossen, 2019. Ich weiß gar nicht, ob die wieder aufmacht. Sieht nicht danach aus. Nee, das sieht überhaupt nicht danach aus. Vielleicht zu wenig Umsatz, keine Ahnung. Nur damit ihr wisst. So, wir sind jetzt vom Tenforsen nochmal weitergefahren. Wieder Richtung norwegische Grenze. Wir haben das nur noch 120 Kilometer bis Trondheim. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollten jetzt nach Handöl. Da gibt es auch noch super Stromschnellen, aber das Wetter, das wird so schlecht, das fängt jetzt hier richtig an zu regnen. Wir fahren richtig in eine Wolke rein. Mal gucken, ob das was wird. Da hinten wird es heller. Da hinten wird es heller, ja. Wunderbar. Am wunderbar. Horizont ist noch Licht. Ja. Schauen wir mal. Mal drei Personen dürfen hier auf die Brücke. Mehr nicht. Und das hat seinen Grund. Das wackelt ganz gut. Die Stromschnellen hier. Das bewegt sich auf einer Strecke von einem Kilometer. Von Wasserfällen einfach nicht genug. Genau. Faszinierend. Aber wo sieht man sowas mal, ne? Also ich wüsste nicht, wo das in Europa zu sehen ist. Ich glaube, da muss man nach Amerika fahren oder so. Keine Ahnung. Oder Kanada. Aber sowas hier auf einen Kilometer, so eine Stromschnellen, gigantisch. Ja, wir waren ja ein bisschen skeptisch, ob sich das alles lohnen würde, heute drei solche Wasserfälle bzw. Stromschnellen abzureißen. Aber es hat sich gelohnt. Selbst wenn das Wetter nun nicht so mitspielt und es ein bisschen regnet, das macht gar nichts. Wir haben ja die richtigen Klamotten dafür mit und an. Und also so eine Aussicht, das hat für alles entschädigt, finde ich. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, das hat sich gelohnt. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem schönen Stellplatz, wo wir heute Nacht übernachten können. Vielleicht ja auch hier in der Nähe. Das wird sich zeigen. Gucken wir mal. Ihr kommt ja sowieso mit. Hoffe ich doch.
So, wir sind in Ore abgebogen, auf den Berg hochgefahren, weil hier auch ein Stellplatz bzw. ein Parkplatz ausgeschildert ist. Und so wie das aussieht, werden wir die Einzigen sein. Tja, dann wird das hier unsere Aussicht heute, wa? Ja, in diesem Skigebiet stehen wir jetzt. Wir sind hier von Ore hochgefahren, diese Straße. Und ich meine, hier oben stehen wir jetzt. Und das ganz alleine. Ja, die Aussicht könnte heute ein bisschen besser sein, aber man hat es ja schon gesehen. Es nieselt leicht. Wir stecken fast in der Wolke. Da sieht man noch ein bisschen Schneefelder. Das ist nicht unbedingt warm heute. Ich meine, wir haben 8 Grad. Naja, aber ich habe noch die Hitze. Trotzdem ist es schön gelegen. Kann man nicht anders sagen. Hier werden wir also heute unsere Nacht verbringen. Uschi, die kocht schon drinne. Ja. Damit würde ich mal sagen, beschließen wir heute unseren Tag. Wir haben uns 3 schöne Wasserfälle angeguckt, Stromschnellen. Hat wirklich Spaß gebracht. Sind viel gefahren. Morgen geht es Richtung Öresund. Nee, Ostersund. So heißt das. Und wollen mal gucken, ob die Stadt ein bisschen was hergibt, ob wir uns da was angucken können. Ne? Von daher, Dankeschön wieder fürs Zugucken, fürs Begleiten. Bis morgen dann. Tschüss. Ja, schönen guten Morgen oder hallo. Wir sind jetzt in Östersund. Wir sind schon wieder 1,5 Stunden gefahren, knappe 100 Kilometer gefahren. Leider regnet es durchweg. Wir haben nur knappe 12, 13 Grad. Aber das ist schon eine leichte Besserung gegenüber den 8 Grad, die wir da oben hatten in Ore. Ja, wir steigen jetzt trotzdem mal aus und versuchen mal irgendwie was Interessantes zu sehen hier in Östersund. So, das müsste die Fußgängerzone von Östersund sein. Aber ob die Sachen da oben, die Trikots, ob die trocknen heute, ich glaube das nicht. Wenigstens müssen wir uns einmal stärken in der schwedischen Kaffeebar. Ne? Ja. Gibt jetzt einen schönen Latte Karamell und auch einen Cheesecake Karamell. Zumindest ja. Für mich. Mhm. Ich bleibe bei den Kugeln. Cheesecake Karamell. Unbeschreiblich. Das schmeckt fantastisch. Ja, wir waren jetzt noch, wie ihr gesehen habt, einen schönen Kaffee trinken. Wir waren auch ein bisschen shoppen noch. Was man hier gut in Schweden kaufen kann, das sind Outdoor-Klamotten, finde ich zumindest. Und ich finde hier eigentlich auch immer was. Ich habe mir noch eine schöne Hose geholt, eine schöne Regenjacke. Die kann man hier noch bezahlen und die haben eine sehr, sehr gute Qualität hier. Jetzt gucken wir mal nach einem neuen Stellplatz und überlegen uns, ob wir jetzt schon wieder runterfahren. Weil hier oben haben wir so 12 Grad. Und in Göteborg zum Beispiel sollen 26 Grad sein. Das ist natürlich ein Unterschied. Das regnet hier auch heute. Den ganzen Tag eigentlich. Wir gucken jetzt nochmal in die Apps und in die
einschlägigen Karten nach dem Übernachtungsplatz für heute. Oder wir ziehen tatsächlich langsam runter. Strecken muss ich denken, ist das zu weit. Wir haben jetzt beschlossen, wir fahren jetzt von Östersund zu dem Naturpark Höger Kusten. Heißt der so? Ja. Ja. Dort ist eine Felsspalte, die wollen wir uns angucken. Und das Ganze liegt, wie soll man das jetzt beschreiben, an der östlichen Ostseeküste, also auf der Seite, wo auch Stockholm sich befindet. Wir haben da aber fast gute 300 Kilometer zu fahren, das sind so ein paar Stunden. Sind jetzt hier auf der Bundesstraße 87. Das Gute ist, dass abschnittsweise wirklich auf großen Teilstrecken 100 km/h erlaubt sind. Dann kommt man ein bisschen schneller voran. Im Augenblick nur 80. Und keine Baustellen. Ja, keine Baustellen. Nee, die Straße ist wirklich gut ausgebaut. Also das bringt dann auch Spaß zu fahren. Allerdings, es regnet immer noch. Aber für morgen scheint besseres Wetter angesagt zu sein. Uschi hat auf eine Wetter-App geguckt, sodass wir morgen vielleicht dort mal ein bisschen wandern können dann. Vielleicht kommen wir über 13 Grad. Also ja, wir hoffen im Augenblick haben wir 11 Grad. Ja, noch immer. Wir schauen mal. Erstmal suchen wir uns dort jetzt einen Stellplatz. Ja. Ja, jetzt haben wir unseren Stellplatz erreicht. Nach dem einen, den wir angefahren haben, der hat uns nicht so gut gefallen. Jetzt sind wir weitergefahren. Wir stehen jetzt hier in Köpmannholmen am Botnischen Meerbusen. So heißt das hier. Und wir können direkt auf die Ostsee schauen. Ein richtig schöner Stellplatz. Ein zweites Fahrzeug steht hier auch, aber 100 Meter entfernt. Von daher passt das für heute. Es reicht auch. Wir sind lang genug gefahren und sind froh, dass wir jetzt stehen. Das ist jetzt schon 7:45 abends und für heute sagen wir erstmal gute Nacht und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Tschüss.